Es gibt natürlich viele Finanzierungsmöglichkeiten, also sowohl die Stiftung, Start-up-Förderung, dann institutionelle Förderung. Also die Intention ist klar, wenn unsere Partner, in dem Falle die Verlage oder Medienunternehmen, nicht erfolgreich sind, dann können wir auch nicht erfolgreich sein. Worin liegt die Finanzierung durch große Konzerne? Das ist eine Frage des Interessensabgleichs und eine Frage auch der Interessenskollision. Und die Finanzierung muss man seriös hinkriegen, ohne sich korrumpieren zu lassen. Naja, eine gute Förderung für digitalen Journalismus ist, glaube ich, ist ein Projekt beispielsweise, bei dem alle Beteiligten vorher wissen, was dabei rauskommen soll. Ob das jetzt nun funktioniert oder nicht, ist völlig egal, aber wenn man einen Plan hat. Im Facebook Journalism Projekt beispielsweise bündeln wir solche Aktivitäten, das heißt gemeinsame Produktentwicklung, Weiterbildungsmaßnahmen oder Dinge wie beispielsweise die Vermittlung von Medienkompetenz. Teil des Journalismus ist auch, dass Dinge eingeordnet werden, kritisch hinterfragt werden, beleuchtet werden. Und dass das bei diesem Projekt auch getan wird, ist vollkommen in Ordnung. Journalismus muss immer unabhängig bleiben. Dass Google und Facebook Geld in den Journalismus pumpen, sollte man auch kritisch begleiten, glaube ich. Ich als kleines Medien-Startup finde es natürlich eigentlich ziemlich großartig, dass Innovationen stattfinden können, auch in kleinen Projekten, aber auch bei großen Medienunternehmen, die ansonsten nicht stattfinden würden.